Der Justizpalast in Paris, Oktober 2003. Auf der Anklagebank die 44-jährige Margaret MacDonald. Die kultivierte Engländerin ist der Zuhälterei angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, eine internationale Sexagentur mit über 400 Prostituierten geführt zu haben. Die Puffmutter des 21. Jahrhunderts. Margaret MacDonald ist die 2.0-Version von Madame Claude, die in Paris der 70er Jahre Callgirls vermittelt. Die Presse sieht in ihr eine Pionierin, eine Cyber-Zuhälterin. Sie war in Sachen neue Technologien ihrer Zeit voraus und erkannte, welchen Vorteil sie für ihr Geschäft haben. Margaret MacDonald ist eine ungewöhnliche Figur im Milieu. Sie hat BWL studiert und spricht 6 Sprachen, nicht die übliche Puffmutter. In dieser Welt trifft man eher auf Verlierer. Sie ist ein komplizierter Mensch, den man auch jenseits der harten Faktenlage verstehen muss. Eine Persönlichkeit voller Widersprüche. Sie brauchte Leute um sich. Sie brauchte die Mädchen und die wiederum brauchten sie. Sie gründete ihre eigene Sexfamilie. Axelle ist ein Mitglied dieser Sexfamilie. Sie arbeitet damals als Escort für Margaret MacDonald. Sie kennt ihre frühere Chefin ganz genau. Sie war sehr hart, aber aufrichtig. Wenn sie uns etwas schuldete, hat sie sofort bezahlt. Axelle und andere werden dabei helfen, Licht auf den persönlichen und geschäftlichen Werdegang einer Frau zu werfen, die als Madame Claude des 21. Jahrhunderts gilt. Es geht um die Firma und nicht darum, was die Firma verkauft. Ich bin der Bill Gates der Escort-Welt. Margaret MacDonald zu verstehen, muss man nach England reisen und die Atmosphäre ihrer Kindheit erleben. Das kleine Mädchen wächst am Ufer der Themse in bester englischer Tradition auf. Windsor. 30.000 Einwohner, 40 Kilometer westlich von London und in der Nähe von Heathrow Airport, einem der größten Flughäfen der Welt. Windsor hat eine sehr spezielle Atmosphäre. In Windsor lebt vor allem die Mittelklasse. Es ist eine vornehme Gegend. Ein bisschen wie Versailles oder Fontainebleau. Die Partnerstadt von Windsor ist Neuilly-sur-Seine. Windsors Wahrzeichen? Windsor Castle. Ein Sitz der Royal Family. Die Queen lebt hier, wenn sie nicht im Buckingham Palace residiert. Und eine Statue von Queen Victoria erinnert an die einstige Größe des British Empire. Jane Hosmer geht mit Margaret zur Schule. Sie beschreibt die Atmosphäre der 70er Jahre in Windsor. Es war eine sehr konservative Kleinstadt. Die Leute waren bemüht, nicht aufzufallen. Viel los war hier nicht. Es gab nichts zu tun. Und man konnte auch nirgendwo ausgehen. Die MacDonalds, die ursprünglich aus Schottland kommen, ziehen nicht zufällig nach Windsor. Die Stadt entspricht dem Lebensstil von Margarets Eltern, Matilda und John. Son père était Ihr Vater war bei der Royal Air Force und wurde später ein Geschäftsmann. Die Familie lässt sich in einem ruhigen und exklusiven Stadtteil nieder, weit weg vom Stadtzentrum.
In diesem großen und gemütlichen Haus wächst Margaret mit ihrer Schwester Eileen und ihrem Bruder Kenneth auf. Margaret ist die Älteste. Tagsüber wird gelernt, überwacht von Margarets Mutter, die später Lehrerin wird. In diesem Haus herrschte strikte Disziplin. Eine konservative Kleinstadt, strenge Eltern. Und natürlich besucht Margaret MacDonald eine kirchliche Schule. Jede Unterrichtsstunde beginnt mit einem Gebet. Die Schule wurde von der katholischen Kirche unterhalten und die Lehrer waren Nonnen. Das bedeutete strenge Regeln. Die Katholiken sind in England eine Minderheit. Die katholischen Schulen sind in der Regel sehr gut, aber strikt. In England eine solche Schule zu besuchen, bedeutet eine sehr gute Ausbildung. Obwohl Margaret Excel sehr nahe stand, spricht sie nur ungern über ihre frühen Jahre. Sie redete nie über ihre Kindheit. Die war tabu. Sie wollte nicht darüber sprechen. Ich denke, dass sie in einer sehr autoritären Atmosphäre aufgewachsen ist. Vielleicht keine unglückliche Kindheit, aber sie sprach nicht darüber. 1979 verlässt Margaret im Alter von 16 Jahren die katholische Schule und geht auf eine staatliche Mädchenschule. Die Schülerinnen müssen wie üblich in England Uniformen tragen. Margaret ist eine Einzelgängerin und pflegt keine engen Freundschaften. Und so ist sie auch mit ihren Problemen allein. Die anderen waren schon vor ihr da und hatten ihre Cliquen. Für jemand Neues war es schwer, da seinen Platz zu finden. Es war hart für sie, weil sie sich selbst nicht mochte. Sie war sehr verschlossen. Sie fiel nicht auf. In einer Kleinstadt wie Windsor aufzuwachsen, ist speziell. Und wenn man ein Junge oder ein Mädchen mit rebellischen Tendenzen ist, ist es der perfekte Ort für eine Rebellion, für diese Art explosive Gefühle. Damals deutet nichts darauf hin, dass die stille Teenagerin eines Tages ein völlig anderes Leben führen wird, als in Windsor für sie vorgezeichnet. London Ende der 70er Jahre. Punks rebellieren gegen das Establishment. Margaret ist 20 und sucht ihre Freiheit im Studium. Sie schreibt sich an der Polytechnic of Central London für BWL und Management ein. Sehr konventionell. Die Uni, auf die sie ging, Central London Polytechnic, hatte damals einen sehr guten Ruf, besonders für Sprachen. Sie entsprach einer Fachhochschule und hatte Austauschprogramme mit anderen europäischen Ländern. Margaret ist eine gute Studentin und besonders sprachbegabt. 1982 nimmt sie an einem Austauschprogramm teil und kehrt Windsor und ihrer Familie den Rücken. Sie fährt nach Reims in Frankreich und belegt Vorlesungen an der École Supérieure de Commerce. Ihr Name steht auf der ehemaligen Liste von 1984. Sie kannte Frankreich gut und sprach gut Französisch. Französisch lag ihr. Ihre Ausbildung war exzellent. Mit ihrer herausragenden Qualifikation und ihren Sprachkenntnissen, neben Französisch spricht sie auch Italienisch und Deutsch, scheint sie gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Doch ihre sozialen Kompetenzen lassen zu wünschen übrig. Anscheinend hatte sie keine Studienfreunde oder enge Beziehungen. Sie war eine richtige Einzelgängerin. Ihr gefiel die Einsamkeit, aber sie litt auch darunter.
In ihrem Studienfach ging es nicht um Emotionen. Sie studierte BWL und Management und nicht Kunst, Soziologie oder Psychologie. Sie war eine Person, die Kontrolle über ihr Leben haben will. Sie überwarf sich mit ihrer Familie und war sehr allein. Nach ihrem Studienabschluss genießt Margaret die Freiheit. Weit weg von ihrer Familie und dem englischen Bildungssystem. Sie beschließt, nicht nach Hause zurückzukehren. Es zieht sie nach Italien, nach Mailand, der Wirtschaftshauptstadt des Landes, quirlig und angesagt. Hier steigt Margaret ins Berufsleben ein. Sie entscheidet sich für Marketing. 6 Jahre versucht sie, ihren Platz zu finden. Eine Reihe von Jobs erweisen sich als Enttäuschung, inhaltlich und finanziell. Die 80er Jahre gehen zu Ende und Margaret ist fast 30. Sie hatte eine ganze Reihe von sogenannten Einsteigerjobs. Aber sie blieb in keinem länger. Also kam sie nicht weiter. Angeblich wurde sie sogar mehrfach gefeuert. Sie hielt es nicht aus, wenn ein Chef ihr sagte, was zu tun ist. Die Leute haben sie nach der Probezeit nicht behalten, weil sie unmöglich war. Sie hatte eine schreckliche Art. Aber Margaret glaubt immer noch an ihren Erfolg. Nachdem sie Anfang der 90er einen weiteren Job verliert, inseriert sie im International Herald Tribune. Sie sucht eine Stelle als persönliche Assistentin. Sie träumt davon, einen Top-Manager zu unterstützen und mit ihm in einem Privatjet um die Welt zu reisen. Elle avait tout. Eigentlich hatte sie alles, was man braucht, um eine etwas normalere Karriere zu machen. Sie erhält 20 Antworten von Männern auf das Inserat, aber nicht die Antworten, die sie erwartet hat. Obwohl der Herald Tribune eine seriöse Zeitung ist, werden die Jobanzeigen neben den Kontaktanzeigen veröffentlicht. Das eröffnet Raum für Missverständnisse. 19 der Männer wollen Margaret als Escort Girl, in anderen Worten als Edelprostituierte, engagieren. Der Begriff Escort war schon immer sehr zweideutig. Und weil er zweideutig ist, ist er ein typisch englischer Begriff. Er will nicht sagen, worum es genau geht. Was der Unterschied zwischen einem Escort und einer Nutte ist? Schlimmes Wort. Ein Escort ist eine Luxusprostituierte. Sie verbringt nicht 15 Minuten mit einem Mann in einem Auto oder im Keller. Man bucht sie für eine Stunde oder die ganze Nacht oder fürs Wochenende. Das ist ein Escort. Zur Zeit der Ermittlungen gegen Margaret MacDonald ist Patrick Ivar Vizepräsident der BRP, der Sittenpolizei. Er kennt sich aus im Milieu. Man benutzt einen englischen Begriff, um das älteste Gewerbe der Welt ein bisschen aufzuhübschen. Aber ein Escort macht nicht genau denselben Job wie eine Prostituierte. Ein Escort liefert nicht denselben Service. Es geht nicht nur um Sex. Sie begleitet Geschäftsmänner zu Geschäftsessen. Sie gibt vor, Übersetzerin zu sein und spricht mehrere Sprachen. Das Ganze hat einen edleren Anstrich. Aber letztendlich passiert das Gleiche. Margaret ist überrascht und schockiert. Sie hatte selbst noch nie eine echte Liebesbeziehung. Sie hat keine Ahnung, dass diese Erfahrung den Rest ihres Lebens bestimmen wird. Mailand 1992. Margarets Leben wendet sich in eine neue Richtung. Eigentlich haben eine junge Frau aus gutem Haus und Escort Girls nichts gemein.
Doch die Antworten, die sie auf ihr Inserat erhalten hat, haben etwas in ihr verändert. Sie lässt sich auf das Abenteuer ein. Sie inseriert noch einmal. Doch diesmal nicht als persönliche Assistentin, sondern als Escort. Die Frage ist, warum sie diese radikale Entscheidung getroffen hat. In der Gerichtsverhandlung sagte sie aus, dass sie Schulden hatte. Und dass das der Grund dafür war. Schulden? Ganz sicher hätte sie eine andere Lösung als Prostitution finden können. Es war schon immer Margarets Art, Risiken einzugehen. Der Grund muss also woanders liegen. 19 Männer antworteten. Es ist einen Versuch wert. Was ist das Risiko? Vielleicht entdecke ich eine andere Welt. Sie gab der Sache eine Chance. Ihr Vater war beim Militär. Sie ist sehr streng erzogen worden. Es ist eine Form von Rache. Ich breche aus all dem aus. Entweder war sie wirklich sehr verzweifelt. Oder sie war ein Mensch, der die Fähigkeit hat, kühl zu kalkulieren. Und noch etwas anderes könnte sie veranlasst haben, als Escort zu arbeiten. Etwas sehr Tiefliegendes. Sie konnte Männer nicht ausstehen. Sie sagte immer wieder, was für Scheißkerle sie sind. Und dass sie zahlen müssen, wenn sie uns wollen. Dass sie mehr nicht verdienen. Sie hat mal einen Mann erwähnt, in den sie sehr verliebt war. Vielleicht war er ein Lehrer. Und dann gab es einen Deutschen, aber nur kurz. Sie hat nie Details erzählt. Aber sie wirkte sehr verletzt. Wie ich hat sie sich unglücklich verliebt und das nie überwunden. Margaret MacDonald hat etwas gegen Männer. Aber das erklärt noch lange nicht, was seinen Körper zu verkaufen mit Rache zu tun hat. Axel kann sie gut verstehen. Wie Margaret hatte ich zwei äußerst unglückliche Liebesbeziehungen. Meine erste große Liebe und dann jemand in der Arbeit, der mich sehr enttäuscht hat. Er wollte nur seinen Spaß haben und irgendwann hatte ich genug. Das habe ich nicht verdient und er war es nicht wert. Und bei ihr war es dasselbe. Die Männer waren es nicht wert. Warum sollte ich es umsonst machen? Und am Ende bin ich unglücklich und krieg den Laufpass. Und so wie sie habe ich gedacht, dass die Typen dafür zahlen müssen, uns weh zu tun und Spaß mit uns zu haben. Für beides. Wir sind die Gewinner. Denn entweder kriegen sie uns nicht oder nur gegen Bezahlung. Also gehören wir ihnen nicht komplett. Und sind nicht so wie die Frauen, die es mit jedem umsonst machen. Wenigstens werden wir bezahlt. Also sind wir etwas wert. Axels Analyse ist ein wichtiges Puzzlestück im Versuch, Margarets verschiedene Seiten zu einem einheitlichen Bild zusammenzusetzen. Man muss verstehen, wie ihr Leben aussieht, als sie zum ersten Mal als Escort arbeitet. Sie hat keine Beziehung und verdient nicht so viel Geld, wie sie möchte. Und außerdem fühlt sich Margaret nicht sexy. Sie hat ziemlich zugenommen. Ab und zu als Escort zu arbeiten, öffnet ihr neue Türen und macht ihr Leben wieder aufregend. Es gefiel ihr. Sie hatte eine neue Welt entdeckt. Eine magische Welt mit zuvorkommenden Männern. Und da der Mann zahlt, ist Sex garantiert. Wenn sie allein ausgeht, kommt sie ganz sicher allein nach Hause zurück.
So wusste sie, dass sie Sex haben wird und dabei Geld verdient. Et qu'en plus, elle sort avec du fric. Geld, Sex und Luxus. Margarets Leben verändert sich völlig. Bei ihrem ersten bezahlten Sexdate in einem Luxushotel in Monte Carlo mit einem hochrangigen Landsmann verdient sie ein Drittel ihres monatlichen Einkommens, fast 3.500 Francs. 1992 eine stattliche Summe. Ihr Anwalt Emmanuel Marcigny, ein renommierter Strafverteidiger, verrät, dass sie auch Geschäftliches und Privates vermischt. Sie hat eine lange Beziehung mit einem ihrer Klienten. Soweit ich mich erinnere, und das hat sie auch ausgesagt, hatte sie eine Liebesbeziehung mit einem Mann aus dem Nahen Osten, der sehr reich war. Und ich erinnere mich auch, dass es nicht gut ausging. Die Romanze endet nach 19 Monaten. Aber sie nimmt es sich nicht so wie sonst zu Herzen. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, die Entscheidungen zu treffen. Dass Margaret ab und zu als Escort arbeitet, entspannt ihre Beziehung zu Männern. Und sie legt sich eine Portion Zynismus zu, denn jetzt geht es nur noch ums Geld. Lisa ist Expertin, was Sex und Geld angeht. Sie lebt seit 15 Jahren in Genf und betreibt ein Bordell. Wie Margaret fängt sie als Escort an. Sie arbeiten in derselben Zeitspanne, die äußerst lukrativ ist. Bis Ende der 90er Jahre konnte man extrem viel Geld verdienen. Sehr viel Geld. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Und ich hatte zwei Kinder und habe nicht oft gearbeitet. Aber ich habe manchmal zwischen 25 und 30.000 Francs pro Monat verdient. Geld war ihr wichtig. Gut zu leben war ihr wichtig. Sie hatte keine Freunde oder ein echtes Sozialleben. Sie aß immer in Restaurants. Sie wollte das Leben genießen und dafür braucht man Geld. Für jemanden mit ihrer Herkunft muss es ein Riesenschritt gewesen sein. Aber nachdem sie sich entschieden hatte, gab es kein Limit mehr für sie. Margaret MacDonald ist auf dem Weg nach oben, auch wenn er sie näher und näher an den Abgrund bringt. Sie hat die Büchse der Pandora geöffnet und sie will mehr. Nach 3 Jahren im Geschäft denkt sie darüber nach, eine Firma zu gründen. Die Idee einer internationalen Escort-Agentur reift langsam in ihr. Wir schreiben 1995 und Margaret ist 36. Sie ist nicht eines Tages aufgewacht und hat sich gesagt, ich gründe jetzt eine internationale Escort-Agentur. Die Realität ist immer komplexer. Sie arbeitete selbst als Escort. Sie traf andere junge Frauen, mit denen sie sich anfreundete und die auch als Escorts tätig waren. Und da sie mehrere Sprachen sprach, gut organisiert und geschäftsorientiert war, nahm sie die Dinge in die Hand, sozusagen. Laut ihrem Anwalt gründet Margaret MacDonald den Escort-Ring praktisch nur zufällig. Sie will nur anderen Leuten helfen. Aber seine Mandantin muss gewusst haben, dass derartige Aktivitäten in manchen Ländern unter Zuhälterei fallen. Auch in Frankreich. Wenn sie den Kontakt zwischen einem Kunden und einem Mädchen herstellt, gilt sie in Frankreich als Zuhälterin. Nicht so in England, Deutschland oder anderen Ländern. Margaret hatte BWL und Management studiert. Sie nutzte ihre Ressourcen, um eine Firma zu gründen.
Sie hätte Maklerin oder Galeristin werden können. Sie entschied sich, Frauen zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Wer etwas verkaufen will, muss Kunden dafür finden. Margaret kennt das System. Sie platziert Anzeigen im Herald Tribune. Es war eine Kleinanzeige in Schwarz-Weiß. Edel Escort Service für den smarten Gentleman, in der Art. Und dazu eine Telefonnummer in London. Eine englische Telefonnummer, damit es eleganter wirkt. Und dann 1 bis 2 Stunden Begleitung zu Empfängen und Abendessen. Das war's. Mit der Anzeige schlägt Margaret 2 Fliegen mit einer Klappe. Denn die Nummer wird auch von Frauen benutzt, die für die Agentur arbeiten wollen, wie Excel. Ich war Stewardess bei einer japanischen Airline und habe sehr gut verdient. Aber es war ein befristeter Vertrag. Nach 5 Jahren endete er und ich musste mich neu bewerben. Ich fing bei Air France an, aber plötzlich verdiente ich nur noch die Hälfte. Und ich war einen gewissen Lebensstil gewöhnt. Ich habe gut gelebt. Ich habe mit einer chinesischen Freundin gesprochen, die sehr gut Englisch und Französisch sprach. Ich sagte, ich weiß nicht, wie ich in meinem Apartment bleiben kann, denn mein neues Gehalt reicht einfach nicht. Und sie entgegnete, warum arbeitest du nicht als Escort? Und ich, was ist das? Sie sagte, du begleitest charmante Geschäftsmänner und verdienst jede Menge Kohle. Und nur ab und zu. Ich dachte, super. Ich war noch nicht ganz trocken hinter den Ohren und wusste nichts darüber. Ich habe den Herald Tribune gekauft. Ich habe nicht eine Sekunde gedacht, dass das Edelprostitution ist. Axel ruft die Agentur an. Margaret trifft sich mit ihr in Paris. Es war ein schöner Tag und sie war sehr leger gekleidet. So jemand hatte ich nicht erwartet. Denn am Telefon hatte sie sehr sinnlich und jung gewirkt. Aber sie war ziemlich übergewichtig, hatte graue Haare, war ungepflegt und benutzte eine Plastiktüte als Handtasche. Es ging ganz schnell. 2 Mädchen waren vor mir dran. Es war wie ein Casting. Ich habe mich hingesetzt, sie schoss ein Polaroid-Foto und überprüfte meinen Ausweis. Damals gab es noch keine Smartphones, also musste sie alles genau aufschreiben. Und dann sagte sie, du bist in Kategorie 1, 2 oder 3. Die Einser waren nicht toll, manche wirklich hässlich. Die Zweier waren durchschnittlich und die Dreier Models. Ich war eine 2. Von Anfang an verfeinert Margaret ihre Arbeitsmethoden. Um potenzielle Escorts zu treffen, reist sie viel. Auch wenn das beträchtliche Reisekosten verursacht. Sie wollte alle Frauen persönlich treffen, um zu wissen, mit wem sie es zu tun hat und wen sie zu ihren Kunden schickt. Sie wollte Qualitätsprodukte. Eine Person hat besonders viel über Margaret McDonald zu erzählen. Die Staatsanwältin, die die Ermittlungen gegen sie leitet. Marie-Hilda Guinot ist fasziniert von Margaret McDonalds Persönlichkeit, denn sie ist eine ungewöhnliche Figur im Milieu. Sie suchte ganz unterschiedliche Frauen aus, aber sie mussten klug sein und Anziehungskraft haben. Sie mussten sich perfekt schminken und gut anziehen, aber nicht in einer aufdringlichen Weise, nicht wie auf dem Straßenstrich. Rollenspiele waren möglich. Wenn der Kunde ein vulgäres Mädchen wollte, dann konnte man das spielen. Aber was stimmt, die Mädchen sahen überhaupt nicht aus wie das Klischee einer Prostituierten. Viele Studentinnen, einige Models, Shopmanagerinnen, die sonst Haute Couture verkauften. Es gab alles.
Margaret MacDonald sucht hauptsächlich Frauen aus guten Verhältnissen aus. Aber die Stärke der Agentur liegt woanders. Margaret macht sich die neuen Technologien wie keine andere zunutze. Das Internet begann sich gerade durchzusetzen. Und da sie studiert hatte, fiel es ihr leicht, die neuen Werkzeuge zu nutzen. Sie hatte mehrere Mobiltelefone, mehrere SIM-Karten, einen Computer. Sie nutzte alles, was ihr in die Finger kam. Sie war in Sachen neue Technologien ihrer Zeit voraus und begriff sofort, dass sie ihrem Geschäft nutzen. Man musste sie einfach in unterschiedlichen Ländern kontaktieren können. Von Leuten aus unterschiedlichen Ländern. Und meistens anonym. Kurze Reaktionszeiten und Diskretion. Margaret benutzt mehrere Telefonnummern. Für Klienten hat sie eine Schweizer, eine italienische und eine englische Nummer. Und eine andere Nummer nur für die Escorts. Und sie hat ein Telefon, das die Rufnummer unterdrücken kann. Margaret macht alles richtig. Den Klienten gefällt die Cyberagentur. Dazu kommen das wirtschaftliche und Marketing-Know-how der jungen Unternehmerin. Es handelt sich um Luxuszuhälterei, wenn man sich die Preise ansieht. Man muss den Kunden zufriedenstellen, damit er für eine andere Frau wiederkommt. Man muss seine Kunden gut kennen. Es funktioniert wie in einem guten Hotel. Wenn ein wichtiger Gast ankommt, ist das Zimmer nach seinem Geschmack vorbereitet. Wenn ihm lila Rosen gefallen, gibt es lila Rosen. Wenn er Kiwis mag, gibt es Kiwis. Alle diese Informationen werden gespeichert. Und sie war sehr genau, denn sie wollte einen festen Kundenstamm. Sie war wahrscheinlich die gewissenhafteste Zuhälterin der Welt. Denn sie notierte sich die wichtigsten Fakten über ihre Kunden, um beim nächsten Mal alle Wünsche befriedigen zu können. Sie weiß zum Beispiel, dass sich der eine Kunde schwarze Unterwäsche und der andere weiße Unterwäsche wünscht. Dieser Sinn für Details führt dazu, dass sich die Agentur nach 2-3 Jahren einen exzellenten Namen macht. Das Milieu ist in Wahrheit sehr abgeschlossen und klein. Jeder kennt jeden. Obwohl ich die anderen Mädchen nicht persönlich kannte, kannte ich sie indirekt über die Klienten. Margaret wurde von den Kunden respektiert. Die Namen der Klienten? Es waren hauptsächlich Promis, Sportler, Fernsehleute und Topmanager. Die Namen ihrer Kunden habe ich vergessen. Aber eins ist sicher. Die Klienten der Agentur sind wohlhabende Leute, die hohe Gagen an die Frauen zahlen, die Margaret ausgewählt hat. Axel zum Beispiel verdient viel Geld. Es war Wahnsinn. Man musste weitermachen. Ein Teufelskreis. Man hat so viel Geld verdient, dass man überhaupt nichts anderes mehr machen wollte. In 2 Stunden konnte man so viel verdienen wie andere in einem Monat. Es war enorm. Einige haben das Vollzeit gemacht. Ich hatte 3 Kunden im Monat, weil ich auch noch für Air France tätig war. Aber ich konnte gut leben. Ich hatte eine schöne Wohnung in einer schönen Gegend. Ich konnte meiner Mutter und Freunden helfen. Ich habe mit 3 Kunden ungefähr 20.000 Francs im Monat verdient. Ohne Provision. Und zusätzlich zu meinem Airline-Gehalt. Aber die eigentliche Gewinnerin ist Margaret. Sie behält einen hohen Prozentsatz für sich. Die Definition von Zuhälterei. Sie verlangte 5.000 Francs pro Kunde und behielt 40%. Wir haben 3.000 Francs behalten und 2.000 überwiesen. Die Überweisungen wurden nie an Margaret MacDonald gemacht, sondern Helena Cañas,
Sie hatte ein Bankkonto unter diesem Namen. Margaret eröffnet dieses Konto unter dem falschen Namen in Spanien. Ende der 90er Jahre blüht das Geschäft. Sie beschäftigt Dutzende von Frauen in ganz Europa. Sie lässt es sich in Mailand gut gehen. Sie verbringt viele Stunden in einem Luxussportclub. Und die teuren Boutiquen in der Victor Emanuel Galerie kann sie sich endlich leisten. Sie wohnt in einem schönen Apartment in der Via degli Odescalchi, einer sehr vornehmen Gegend. Es läuft so gut, weil sich Margaret um alle Details des Tagesgeschäfts kümmert. Ein Managementstil, der den damaligen Chef der BRP, der Sittenpolizei, überrascht. Sie managte alles, von A bis Z. Um einen altmodischen Begriff zu benutzen, sie war eine Puffmutter des 21. Jahrhunderts. Sie hatte ihre Mädchen angetrieben. Wir mussten ein Pseudonym wählen. Und als ich Helena sagte, meinte sie, nein, das klingt so russisch. Und ich, ein A und ein X. Was ist mit Alexia? Alexia ist gut. Wenn sie mich anrief, benutzte sie nie meinen echten Namen. Sie sagte, Alexia im Georges V. In einer Dreiviertelstunde. Sie hat ihren Willen immer durchgesetzt. Ein Mädchen hat mir erzählt, manchmal kam sie zu einem ersten Treffen mit einer wichtigen Person, um zu sehen, was ich anhabe, um mir zu sagen, zu viel Mascara. Und manchmal geht sie sogar noch weiter. Sie war sehr sensibel und kultiviert. Sie trug englische und für sie fremdsprachige Gedichte vor. In Englisch und in der ursprünglichen Sprache. Um zu erklären, was eine ihrer Escorts tun soll. Aber ihre Gewissenhaftigkeit und ihr Perfektionismus grenzen an autoritäres Verhalten. Sie wusste genau, wann ich frei habe, um Treffen für mich arrangieren zu können. Nach einer Flugschicht war ich oft erschöpft. Ich ging ins Bett und sie rief mich um Mitternacht an und sagte, du hast einen Kunden in einer Dreiviertelstunde im Crayon. Und ich, meine Nägel sind nicht gemacht und meine Beine müssen rasiert werden. Und sie im Hotel in einer Dreiviertelstunde. Du musst immer bereit sein, wenn ich dich anrufe. Ich sag's dir zum letzten Mal. Nächstes Mal rufe ich dich nicht mehr an. Sie hat mir Angst gemacht. Ich habe am Telefon gezittert. Lisa versteht Margarets Härte mit den Mädchen. Ich bin auch ziemlich direkt mit ihnen, denn ich weiß genau, was vor sich geht, wenn die Tür zu ist und man allein mit einem Kunden ist. Margaret MacDonald hat wirklich alles perfekt organisiert. Sie war ein echter Firmenboss. Sie konnte sehr unangenehm werden. Die Art, wie sie Geld, die Treffen und den Zeitplan managte. Es war ein schrecklicher Job. Und sie machte ihn, ohne sich je Gedanken über die Menschen oder das große Ganze zu machen. Es war so, als würde sie Kleidung verkaufen oder irgendetwas anderes, mit kühl kalkulierter Rentabilität. Sie war hart, aber geradlinig. Sie zahlte immer sofort. Wenn sie uns Geld schuldete, zahlte sie sofort. Wir mussten nicht tagelang warten. Aber wir mussten auch geradlinig sein. Sie war hart, aber gerade heraus. Jeder, der mit dem MacDonald-Fall zu tun hat oder sie persönlich kennt, sagt das Gleiche. Neben dem Geld treibt sie noch etwas anderes an, eine unbewusste Motivation. Sie hatte emotionale Probleme und das kompensierte sie mit Essen.
Sie aß nur wirklich gutes Essen und trank sehr guten Wein. Sie war ein Gourmet und ging in Sterne-Restaurants. Ja, sie aß zu viel. Sie war fast fettleibig. Essen war ihre einzige Freude. Sie hatte keinen Freund, keine Familie, keine Kinder, keine Freunde. Essen machte ihr Freude. Es war ihre einzige Freude. Sie war nicht glücklich. Sie war eine sehr unglückliche Frau. Sie mochte sich selbst nicht sehr. Sie brauchte immer Bestätigung. Sie kompensierte einen Mangel an Liebe. Ihre Eltern waren wahrscheinlich nicht sehr liebevoll, zumindest nicht so, wie sie es gebraucht hätte. Ihre Kunden brauchten und respektierten sie. Den Mädchen half sie, Geld zu verdienen, und sie verdiente Geld mit ihnen, und es entstanden Freundschaften. Für einige wurde sie zur Mutter oder großen Schwester. Für eine alleinstehende Frau war das super. Sie war im Zentrum des Netzes, das sie gewoben hatte. Sie war der Boss, der Manager. Und sie hielt sich mit Ratschlägen nicht zurück. Sei vorsichtig. Du musst so und so sein mit dem oder dem Mann. Du musst ihn so behandeln. Zu der Zeit wog sie etwa 100 Kilo. Sie verfolgte keine bestimmte Strategie. Sie suchte nach Mädchen wie ein Sammler nach Gemälden. Sie war eine Sammlerin. Und als Sammler sieht man sich die Gemälde an. Man genießt sie. Man fasst sie an. Sie machte das mit den Mädchen. Margaret brauchte Leute um sich. Sie brauchte die Mädchen und die wiederum brauchten sie. Sie gründete ihre eigene Sexfamilie. Sie und die Mädchen hatten eine gute Beziehung. Erst einmal, weil sie mit gutem Beispiel vorangingen. Und zweitens, weil sie alles für sie organisierte. Die Mädchen riefen sie an, um zu fragen, ob Arbeit da ist. Und sie ermöglichte ihnen, Geld zu verdienen. Sie verdiente viel, aber die Mädchen auch. Sie hatte jede Menge Prostituierte um sich. Schöne Frauen. Sie selbst war keine Schönheit. Aber sie war von schönen Frauen umgeben. Als ich ihre Geschichte recherchiert habe, habe ich gelesen, dass sie die Frauen nach den Treffen mit Kunden fragte, wie lief es? Was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Es bereitete ihr Vergnügen, all das zu hören. Vielleicht dachte sie, das kann ich auch. Und sie fühlte sich zu einigen Frauen hingezogen. Anfang 2000 ist die Agentur am profitabelsten. Margaret ist erst 40 Jahre alt. Sie lebt zwischen Mailand und Athen, wo sie eine Wohnung kauft. Nach England kehrt sie nur selten zurück. Als ob sie ihre Familie einfach vergessen hat. Sie führt ein rastloses Leben, von Flughafen zu Flughafen, Hotel zu Hotel. Und sie managt alles allein. Margaret MacDonald galt als eine sehr erfolgreiche Frau, zumindest im Milieu. Erfolg wird in diesen Kreisen an der Größe des Bankkontos bemessen. Margaret kann sich nicht beklagen. Sie macht 20.000 Pfund Gewinn im Monat. Das entspricht 26.000 Euro. Genug, um den Bezug zur Realität zu verlieren. Margaret denkt nicht mehr darüber nach, dass ihre Aktivitäten in Frankreich und auch in anderen Ländern illegal sind. Man hat sie erwischt, weil sie dachte, sie kommt ungestraft davon. Sie hielt sich für unverwundbar. Sie dachte, Frankreich ist riskant, die haben spezielle Ordnungshüter, dort ist es gefährlich. Aber wenn ich super vorsichtig bin, kann ich dort weitermachen. Sie ahnt nicht, dass die französische Polizei seit 2001 auf ihrer Spur ist. Wir haben eine Zuhälterin verhaftet. Und sie sagte zu uns, andere Leute machen doch das Gleiche. Ich kenne jemanden, der es in viel größerem Maßstab macht. Wir entdeckten, dass hinter einem Netzwerk von ungefähr 40 Personen ein viel größeres steckte.
Sie fingen an, gegen dieses Netzwerk zu ermitteln und fanden heraus, dass Margaret dahinter steckt. Sie hörten ihre Telefonate ab, um herauszufinden, wann sie in Frankreich ist und wann man sie verhaften kann. Ihre Stärke war ihre Schwäche. Ihre Stärke war, gut organisiert zu sein, und ihre Schwäche, zu organisiert zu sein. Sie vertraute niemandem. Margaret reist im Mai 2002 nach Paris. Und das, weil sie nicht delegieren kann. Sie kommt aus Brüssel, um ein potenzielles Escort-Girl kennenzulernen. Margaret trifft sich mit ihr in der Nähe des Hotels, in dem sie immer absteigt. Die Gelegenheit für die Beamten der Sittenpolizei. Margaret MacDonald wird ohne Widerstand verhaftet. Zur gleichen Zeit durchsucht ein zweites Team das Hotelzimmer und landet einen Volltreffer. Es findet Margarets Computer. Das Spiel ist aus. Sie war frustriert, dass wir den Computer hatten, denn sie wusste, dass wir jeden Winkel darauf untersuchen. Alle ihre Unterlagen sind auf dem Rechner. Über einen Zeitraum von 7 Jahren sind alle Treffen mit Kunden aufgelistet. Für die Ermittler ist er ein Gottesgeschenk. Besser geht es nicht. Es gab eine Liste mit allen Frauen, die für Margaret MacDonald arbeiteten. Über 400, 430, wenn ich mich richtig erinnere. Und 20 Männer. Ein großer Fang für die Sittenpolizei. Margaret wird zum Hauptsitz des BRP gebracht, am Quai des Orfèvres 36. Sie war verblüfft, wie betäubt und niedergeschlagen. Sie wirkte kalt. Ich ging im Gang an ihr vorbei und sie sah nicht sehr einnehmend aus. Aber kann man wirklich erwarten, dass Zuhälter einnehmend und charmant sind, wenn sie gerade verhaftet wurden? Nicht wirklich. Sie sagte, ich bin nur eine Geschäftsfrau. Ich habe eine Agentur. Ich stelle Kontakte zwischen Frauen und Männern, die einen Abend zusammen in Paris verbringen wollen, her. Sie brauchen Begleitung, jemanden Nettes, mit dem sie reden können. Oder den sie als ihren Personal Assistant bei einem Geschäftsessen vorstellen können. Als Axel herausfindet, dass Margaret verhaftet wurde, ist sie überrascht und schockiert. Ich habe davon erfahren, als ich im Urlaub auf Guadeloupe war. Ich bin ganz schnell zurückgekommen. Denn immerhin hatte sie mir geholfen, viel Geld zu verdienen. Ich rief meine Kolleginnen bei der Airline an, die auch für sie gearbeitet hatten. Aber niemand wollte was davon wissen. Margaret bleibt während der gesamten Verhandlung in Untersuchungshaft. Die englische Madame Claude, wie die Presse sie nennt, wird 17 Monate später, am 23. Oktober 2003, verurteilt. Es ist ihr Geburtstag. Sie wird 44 Jahre alt. Für alle englischen Korrespondenten in Paris war es ein Fest. Sie ist Engländerin. Also bestand ein bestimmtes Interesse auf der anderen Seite des Kanals. Aber es ging auch um Sex und Paris. Einfach eine super Story. Der Gerichtssaal wird von Journalisten geradezu belagert, die die Geschichte der ungewöhnlichen Zuhälterin erzählen wollen. Der Puffmutter mit einem Uni-Abschluss, die 6 Sprachen spricht. Sie hatte ein atypisches Profil. Im Milieu trifft man eher auf Verlierer. Während der Gerichtsverhandlung verhält sich Margaret sehr theatralisch. Die Staatsanwältin erinnert sich. Sie erschien in Weiß. Sie wirkte sehr entspannt und selbstbewusst. Jeder sollte die Frau in ihr sehen. Und nichts anderes. Trotzdem wird sie wegen Zuhälterei verurteilt. Aber die Staatsanwaltschaft berücksichtigt die ungewöhnlichen Aspekte des Falls. Sie ist nicht vorbestraft, keine Gewalt gegen die Escorts und kein Menschenhandel. Marie-Hilda Guinot hätte 10 Jahre Gefängnis fordern können, fordert aber nur 6.
Das Gericht verurteilt Margaret McDonald zu 4 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 150.000 Euro. Margaret tritt ihre Haftstrafe an. 1,5 Jahre hat sie schon abgesessen. Excel ist ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. Sie war immer froh, wenn ich sie besucht habe. Dienstag und Freitag oder Donnerstag. Selbst im Gefängnis hat Margaret Autorität über ihre frühere Mitarbeiterin. Wir haben uns 3-mal am Tag getextet. Sie bat mich, ihr 1 oder 2 Karten am Tag zu schicken, damit sie damit die Wände in ihrer Zelle tapezieren konnte. Und ich musste ihr Geld zukommen lassen. Das habe ich 1 bis 2 Mal pro Woche gemacht. Sie hat mir versprochen, dass sie nach ihrer Entlassung alles zurückzahlen wird und dass sie in meiner Schuld steht. Sie hatte Macht über mich. Margaret sitzt ihre Strafe nicht ab. Nach 2 Jahren kommt sie frei. Die Strafe wird reduziert. Nach ihrer Freilassung willigt sie ein, sich für eine Dokumentation, in der nichts tabu ist, filmen zu lassen. Sie zeigt sich sehr offenherzig und erhält vermutlich jede Menge Geld dafür, wie es für derartige Reality-Formate üblich ist. Dieser Film ist eine öffentliche Plattform für Margaret, um ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Eine Escort-Agentur ist in vielen Ländern legal. Und nur weil es in Frankreich illegal ist und ich dafür ins Gefängnis gewandert bin, muss ich mich nicht schämen. Margaret McDonald deutet sogar an, dass sie Bankkonten auf Jersey besitzt. Eine der beliebtesten Steueroasen der Welt. Sie hat ihr Geld beiseite geschafft und lebt ein komfortables Leben. Sie hat zu mir gesagt, wenn ich rauskomme, gründe ich die größte Escort-Agentur der Welt. Und du bist meine rechte Hand. Sie hat das wirklich geglaubt. Excel hat den Kontakt zu Margaret verloren. Niemand weiß, wo sie ist, außer vielleicht ihrem Anwalt. Was wurde aus der geheimnisvollen Margaret? Heute kann man nur spekulieren. Wenn man schnelles Geld verdient hat, ist es nicht leicht, wieder ein normales Leben zu führen. Sie hat vielleicht irgendwo ein Bordell eröffnet oder eine Website gelauncht. Ich denke, sie verdient ihr Geld immer noch im Milieu. Aber nach Frankreich wird sie sicher nicht zurückkommen. Auch wenn das komisch klingt, kann ich sie mir in einer Hilfsorganisation vorstellen. Sie hat neu angefangen. Ihr Leben hat sich völlig verändert. Und das könnte sie Ihnen auch selbst bestätigen. Komisch. Es ist schwer, sie zu beurteilen. Ihr Lächeln, ihre Augen. So war ihre Haltung. Nicht sehr selbstbewusst. Den Kopf gesenkt. Man kann sehen, dass sie sich in ihrer Haut nicht wohlfühlt. Und man erkennt sie sofort. Ihre Haare sind jetzt grau. Sie war immer fröhlich und lachte, wenn wir ausgegangen sind. Sie war nie schlecht drauf. Aber sie war sehr hart, sehr verschlossen. Wirklich keine sehr gute Erinnerung. Margaret McDonald zu verstehen, muss man nach England reisen und die Atmosphäre ihrer Kindheit erleben.
Das kleine Mädchen wächst am Ufer der Themse in bester englischer Tradition auf. Windsor. 30.000 Einwohner, 40 Kilometer westlich von London und in der Nähe von Heathrow Airport, einem der größten Flughäfen der Welt. Windsor hat eine sehr spezielle Atmosphäre. In Windsor lebt vor allem die Mittelklasse. Es ist eine vornehme Gegend. Ein bisschen wie Versailles oder Fontainebleau. Die Partnerstadt von Windsor ist Neuilly-sur-Seine. Windsors Wahrzeichen, Windsor Castle, ein Sitz der Royal Family. Die Queen lebt hier, wenn sie nicht im Buckingham Palace residiert. Und eine Statue von Queen Victoria erinnert an die einstige Größe des British Empire. Jane Hosmer geht mit Margaret zur Schule. Sie beschreibt die Atmosphäre der 70er Jahre in Windsor. Es war eine sehr konservative Kleinstadt. Die Leute waren bemüht, nicht aufzufallen. Viel los war hier nicht. Es gab nichts zu tun. Und man konnte auch nirgendwo ausgehen. Die McDonald's, die ursprünglich aus Schottland kommen, ziehen nicht zufällig nach Windsor. Die Stadt entspricht dem Lebensstil von Margarets Eltern, Matilda und John. Son père était Ihr Vater war bei der Royal Air Force und wurde später ein Geschäftsmann. Die Familie lässt sich in einem ruhigen und exklusiven Stadtteil nieder, weit weg vom Stadtzentrum. In diesem großen und gemütlichen Haus Management und nicht Kunst, Soziologie oder Psychologie. Sie war eine Person, die Kontrolle über ihr Leben haben will. Sie überwarf sich mit ihrer Familie und war sehr allein. Nach ihrem Studienabschluss genießt Margaret die Freiheit. Weit weg von ihrer Familie und dem englischen Bildungssystem. Sie beschließt, nicht nach Hause zurückzukehren. Es zieht sie nach Italien, nach Mailand, der Wirtschaftshauptstadt des Landes, quirlig und angesagt. Hier steigt Margaret ins Berufsleben ein. Sie entscheidet sich für Marketing. 6 Jahre versucht sie, ihren Platz zu finden. Eine Reihe von Jobs erweisen sich als Enttäuschung, inhaltlich und finanziell. Die 80er Jahre gehen zu Ende und Margaret ist fast 30. Sie hatte eine ganze Reihe von sogenannten Einsteigerjobs. Aber sie blieb in keinem länger. Also kam sie nicht weiter. Angeblich wurde sie sogar mehrfach gefeuert. Sie hielt es nicht aus, wenn ein Chef ihr sagte, was zu tun ist. Die Leute haben sie nach der Probezeit nicht behalten, weil sie unmöglich war. Sie hatte eine schreckliche Art. Aber Margaret glaubt immer noch an ihren Erfolg. Nachdem sie Anfang der 90er einen weiteren Job verliert, inseriert sie im International Herald Tribune. Sie sucht eine Stelle als persönliche Assistentin. Sie träumt davon, einen Top-Manager zu unterstützen und mit ihm in einem Privatjet um die Welt zu reisen. Eigentlich hatte sie alles, was man braucht, um eine etwas normalere Karriere zu machen. Sie erhält 20 Antworten von Männern auf das Inserat, aber nicht die Antworten, die sie erwartet hat. Obwohl der Herald Tribune eine seriöse Zeitung, wächst Margaret mit ihrer Schwester Eileen und ihrem Bruder Kenneth auf. Margaret ist die Älteste. Tagsüber wird gelernt,
überwacht von Margarets Mutter, die später Lehrerin wird. In diesem Haus herrschte strikte Disziplin. Eine konservative Kleinstadt, strenge Eltern. Und natürlich besucht Margaret MacDonald eine kirchliche Schule. Jede Unterrichtsstunde beginnt mit einem Gebet. Die Schule wurde von der katholischen Kirche unterhalten und die Lehrer waren Nonnen. Das bedeutete strenge Regeln. Die Katholiken sind in England eine Minderheit. Die katholischen Schulen sind in der Regel sehr gut, aber strikt. In England eine solche Schule zu besuchen, bedeutet eine sehr gute Ausbildung. Obwohl Margaret Excel sehr nahe stand, spricht sie nur ungern über ihre frühen Jahre. Sie redete nie über ihre Kindheit. Die war tabu. Sie wollte nicht darüber sprechen. Ich denke, dass sie in einer sehr autoritären Atmosphäre aufgewachsen ist. Vielleicht keine unglückliche Kindheit, aber sie sprach nicht darüber. 1979 verlässt Margaret im Alter von 16 Jahren die katholische Schule und geht auf eine staatliche Mädchenschule. Die Schülerinnen müssen wie üblich in England Uniformen tragen. Margaret ist eine Einzelgängerin und pflegt keine engen Freundschaften. Und so ist sie auch mit ihren Problemen allein. Die anderen waren schon vor ihr da und hatten ihre Cliquen. Für jemand Neues war es schwer, da seinen Platz zu finden. Es war hart für sie, weil sie sich selbst nicht mochte. Sie war sehr verschlossen. Sie fiel nicht auf. In einer Kleinstadt wie Windsor aufzuwachsen, ist speziell. Und wenn man ein Junge oder ein Mädchen mit rebellischen Tendenzen ist, ist es der perfekte Ort für eine Rebellion. Für diese Art explosive Gefühle. Damals deutet nichts darauf hin, dass die stille Teenagerin eines Tages ein völlig anderes Leben führen wird, als in Windsor für sie vorgezeichnet. London Ende der 70er Jahre. Punks rebellieren gegen das Establishment. Margaret ist 20 und sucht ihre Freiheit im Studium. Sie schreibt sich an der Polytechnic of Central London für BWL und Management ein. Sehr konventionell. Die Uni, auf die sie ging, Central London Polytechnic, hatte damals einen sehr guten Ruf, besonders für Sprachen. Sie entsprach einer Fachhochschule und hatte Austauschprogramme mit anderen europäischen Ländern. Margaret ist eine gute Studentin und besonders sprachbegabt. 1982 nimmt sie an einem Austauschprogramm teil und kehrt Windsor und ihrer Familie den Rücken. Sie fährt nach Reims in Frankreich und belegt Vorlesungen an der École Supérieure de Commerce. Ihr Name steht auf der ehemaligen Liste von 1984. Sie kannte Frankreich gut und sprach gut Französisch. Französisch lag ihr. Ihre Ausbildung war exzellent. Mit ihrer herausragenden Qualifikation und ihren Sprachkenntnissen, neben Französisch spricht sie auch Italienisch und Deutsch, scheint sie gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Doch ihre sozialen Kompetenzen lassen zu wünschen übrig. Anscheinend hatte sie keine Studienfreunde oder enge Beziehungen. Sie war eine richtige Einzelgängerin. Ihr gefiel die Einsamkeit, aber sie litt auch darunter. In ihrem Studienfach ging es nicht um Emotionen. Sie studierte BWL und... Der Justizpalast in Paris, Oktober 2003. Auf der Anklagebank die 44-jährige Margaret MacDonald.
Die kultivierte Engländerin ist der Zuhälterei angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, eine internationale Sexagentur mit über 400 Prostituierten geführt zu haben. Die Puffmutter des 21. Jahrhunderts. Margaret MacDonald ist die 2.0-Version von Madame Claude, die in Paris der 70er Jahre Callgirls vermittelt. Die Presse sieht in ihr eine Pionierin, eine Cyber-Zuhälterin. Sie war in Sachen neue Technologien ihrer Zeit voraus und erkannte, welchen Vorteil sie für ihr Geschäft haben. Margaret MacDonald ist eine ungewöhnliche Figur im Milieu. Sie hat BWL studiert und spricht 6 Sprachen, nicht die übliche Puffmutter. In dieser Welt trifft man eher auf Verlierer. Sie ist ein komplizierter Mensch, den man auch jenseits der harten Faktenlage verstehen muss. Eine Persönlichkeit voller Widersprüche. Sie brauchte Leute um sich. Sie brauchte die Mädchen und die wiederum brauchten sie. Sie gründete ihre eigene Sexfamilie. Axelle ist ein Mitglied dieser Sexfamilie. Sie arbeitet damals als Escort für Margaret MacDonald. Sie kennt ihre frühere Chefin ganz genau. Sie war sehr hart, aber aufrichtig. Wenn sie uns etwas schuldete, hat sie sofort bezahlt. Axelle und andere werden dabei helfen, Licht auf den persönlichen und geschäftlichen Werdegang einer Frau zu werfen, die als Madame Claude des 21. Jahrhunderts gilt. Es geht um die Firma und nicht darum, was die Firma verkauft. Ich bin der Bill Gates der Escort-Welt.